jetzt, ne? Jo. Pause. Und wir sind live. Ja, moin Leute, wir sind live. Noch ist noch keiner hier, weil wir es ganz spontan uns jetzt überlegt haben, live zu gehen. Bei mir heute Dr. Dominik Görlitz und Ramon Zürcher. Und wir wollen den beiden heute nochmal die Gelegenheit geben, ein bisschen Werbung zu machen für die Veranstaltung kommendes Wochenende. Wir werden gleich von den beiden genau erfahren, um was es geht. Am Podcast-Marathon haben die beiden schon ein bisschen was erzählt. Leider mussten wir die Jungs ein bisschen abwürgen aus Zeitgründen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber deswegen sind wir jetzt hier. Und die Jungs haben die Möglichkeit, ihren Vortrag zu wiederholen. Ja, Leute, erzählt uns doch mal, um was es geht, Dominik und Roman. Ja, in bester Fortsetzung zum letzten Mal wollte ich gerne anfangen. Ramon und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren, aber so richtig zusammengeschaltet haben wir uns erst nach der Wannsee-Konferenz in Leipzig, weiß ich, 2021 oder wann das war. Und seitdem, ja, folgt mir Ramon auf meinen spannenden Abora-Projekten durch die Welt, über die Welt, über das Wasser. Und wir sind dabei, ja, ich sage ich mal so, Rätselarchäologie. Wir haben unser Format bei Nuoviso TV, wo wir auch unsere Beiträge regelmäßig posten, als Ancient Connection bezeichnet. Und ich denke, es ist ein sehr schöner Überbegriff dafür, dass es eben weiterhin ungelöste Rätsel in der Kulturgeschichte, in der Archäologie geht, wo wir uns von zwei Antipoden her, also ich als Naturwissenschaftler, Biogeograf und Experimentalarchäologe und Ramon wird auch gleich selber noch was dazu sagen, als Geschäftsführer der AAS, Mitbegründer des RAMA-Projektes, wo wir mit unseren Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch mit unseren Kontakten, das wird auch jetzt in der Präsentation kommen, das können sich viele von außen nicht vorstellen, weil Erich mit Ramon bedient ja ein Riesennetzwerk, nicht nur an Laienforschern und Bürgerforschern, sondern auch als Facharchäologen. Und ich selber betreibe das Abora-Projekt seit über 30 Jahren hier von Chemnitz aus, wo wir versuchen, unsere Netzwerke quasi übereinander zu legen, um gemeinsam durch Kooperation zu einfach neuen Grundlagenerkenntnissen zu kommen. Und das ist, wo ich also mit Ramon eine exzellente Klinge führe und wo ich sage, ja, sie vertreten nicht immer dieselbe Meinung. Das ist aber in der Forschung gar nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass wir gemeinsam Fragen stellen, um zu neuen Daten zu kommen, zu neuen, ich sage mal, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, die uns helfen, dann in alten Sachverhalt vielleicht neu zu interpretieren. Oder? Ja, absolut. Da lässt sich nicht viel hinzufügen. Das ist das perfekt erklärt. Entschuldigung. Ja, eben, es geht ja darum, dass wir eben in trans- und interdisziplinär in verschiedene Richtungen forschen wollen und eben ein Rätsel hat verschiedene Aspekte und so. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich im Sinne von auch von Ramar Re-Evaluation, Neubeurteilung. Genau, wir müssen uns gemeinsam unterstützen, um Wissen zu schaffen. Ja, und diese Unterstützung gilt ja auch im doppelten Sinne, weil wir bewegen uns völlig außerhalb, sage ich mal, der staatlichen universitären Forschung. Ich muss das, werden das vielleicht mehrfach auch andeuten, weil das, was wir machen, das bezahlen wir mehr oder weniger aus eigener Tasche, aus eigenem Portfolio. Insofern ist ja wichtig, eine breite Plattform zu bekommen, um für unsere eigenen Plattformen zu werben. Einmal Abora, aber auch RAMA, auch die AAS, weil wir machen das völlig autark, ohne steuerliche Unterstützung. Und was soll ich sagen? Wir versuchen eben dieses Thema, ja, transdisziplinär zu nutzen. Und Ramon, das hast du ja letztens schon schön erklärt. Ich habe die Präsentation offen. Du kannst mal den Zuschauern erklären, wo wir überall eben völlig, ja, finanztechnisch offen hinreisen, um für die Community also neue Daten zu generieren. Ja, also eben starten, klickst du dann weiter, genau. Also Kanaren ist sicher eins von unseren Hauptthemen, weil wir dort ja über dich zum Park vom Thor Heyerdahl in Güímar auf Teneriffa gute Kontakte haben. Dort haben wir eine große Forschungskampagne, sage ich jetzt mal, gestartet und das wird sicher ein Hauptpunkt von heute Abend auch sein. Dann waren wir aber auch auf den Azoren, wo ähnliche Strukturen zu finden sind, die eben alle einen gemeinsamen Ursprung haben, nach unserer Meinung.
Des Weiteren in Jordanien, Petra mit den ganzen Nabatäer-Geschichten, astronomische Ausrichtungen. Da war ich ja leider mit dir nicht dabei, werde aber in einem Monat dann dort sein und noch weitere Punkte ansteuern, wo du sagst, wo man nochmal einen Fokus drauf werfen sollte. Und dann halt eben auch Oh, in. sorry, ich muss, bin hier rausgeflogen. Eine Sekunde. Ups. Warte, warte, warte. Hier ist Sorry. jemand zu Hause. Ist Dann live, Sizilien. sorry. Ja, alles gut. Sizilien ist auch eines von diesen Punkten, eigentlich auf dieser Wanderung oder auf diesen Handelsrouten von diesen frühgeschichtlichen Seefahrern. Dort hast du mich ja auf ein Thema angesetzt am Ätna, wo ich Drohnenflüge gemacht habe, wo wir wirklich vergleichbare Strukturen eben wie auf den Azoren und den Kanaren gefunden haben. Und unsere letzte Reise jetzt im Dezember 23 hat uns eben nach Bolivien geführt, um dort die Verbindungen, die Freundschaften, die Geschäftsbeziehungen wieder aufzufrischen, um eben unser Abora 5-Projekt realisieren zu können, weil wir dort unser Boot bauen wollen. Und nebenbei haben wir natürlich eben Tiahuanaco und Pumapunku, also ein bisschen tiefer unter die Lupe genommen und auch dort tolle Sachen herausgefunden, wo wir auch Videos produziert haben. Das ist so der aktuelle Stand, was wir jetzt in den letzten 2, 3 Jahren eigentlich zusammen erforscht haben. Genau. Und das möchten wir euch eben den Zuschauern hier mal präsentieren und zeigen, was da alles dahinter steckt. Habt Genau, ihr und ich sag ein mal. Wahnsinnsding da geschaffen? Ist ja Wahnsinn, wo ihr überall wart und was ihr alles gemacht habt. Sehr, sehr interessant. Genau, Dominik, mach mal weiter. Wo geht's denn weiter? Aber was du sehr schön eintießt, dass wir fahren dort nicht hin, wie die Friseure, um irgendwie zum 38. Mal 30 Fotos zu machen und das als neue Wissenschaft in den Raum zu stellen, was ja viele, ich will das jetzt gar nicht altbacken rüberkommen, aber wir fahren da wirklich hin mit klaren wissenschaftlichen Fragestellungen und einem Arbeitsprogramm. Und unsere erste Reise war im November, Dezember 2022, wo wir durch meine Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg mit Professor Ludwig Zöller eine klare Mission Definition hatten. Denn so viel sei gesagt im Vorfeld, ganz kurz zur Einleitung: Die Kanaren stehen ja immer noch in der Rätselkritik, wann die ersten Guanchen dorthin gekommen sind. Das Establishment, die klassische Archäologie, sagt eben irgendwann um 1800 vor Christus, also 800 bis 1000 vor Christus. Wahrscheinlich haben die Phönizier diese Leute aktiv, aber auch passiv verschleppt. Dann kamen die Griechen, dann die Römer. Aber das steht im völligen Widerspruch zu den Hinterlassenschaften. Und einer meiner Satellitenwissenschaftler ist Professor Ludwig Zöller von der Universität Bamberg, der schon 2003 Ziegenknochen entdeckt hat, die 2000, vielleicht sogar 3000 Jahre älter sind als das vermeintliche Alter der Erstbesiedlung. Und Ludwig Zöller hat mich perfekt in diese Ausgrabungsstätte Guitisa, das ist eine Kiesgrube, wo man eine neue Stratigraphie für die Archäologen, für die Ostkanarischen Inseln machen wollte. Und da, lieber Ramon, du warst ja aktiv mit beteiligt, wir sind da nicht einfach so hingefahren, weil wir dachten, das ist schön, sondern mit einer klaren Mission Definition neue Knochen für die C14-Analyse an der Universität zu finden. Und was ist passiert, Ramon? Ja, du warst im Interview und ich hatte die schöne Aufgabe, diese Erdschicht abzusuchen, ob wir dort eben noch mehr Ziegenknochen finden, wie dieser Herr Zöller, der Geologe, gefunden hatte. Und durch eben die Schichtung konnte der Geologe diese Erdschicht auf 5000 Jahre datieren, also 3000 vor Christus. Und Ziegen leben ja immer zusammen mit Menschen. Das war ja die Grundvoraussetzung. Es kann nicht sein, dass irgendein Ziegenpärchen, ein Geiß und ein Bock in Marokko ins Wasser springt, auf die Kanaren drüber schwimmt und sich dann dort vermehrt. Also Ziegen sind immer ein Hinweis auf Menschen. Und somit habe ich dann nach weiteren Ziegenknochen gesucht und habe ja, ganz viele kleine weiße Steinchen oder Muschelfragmente oder sowas gefunden. Und dann war plötzlich wieder so ein weißer Punkt und ich kratze so mit dem Finger dran und dann fällt mir dieser
Zahn in die Hände. Und ich denke, ja, super, ich habe einen Ziegenzahn gefunden. Geht zu Domi und Antwort war. Ja, was wir hier sehen, ist ein Molare aus dem linken Oberkiefer. Und wir sehen das hier Menschen. in einer anderen Darstellung. Das ist eindeutig ein humaner Fund. Und dadurch, dass diese Stratigraphien nicht nur durch Zöller, sondern durch die Zusammenarbeit von vier europäischen Universitäten, also wirklich sehr aufwendig datiert worden sind, können wir ganz genau das Alter dieses Zahns zwischen 3700 vor Christus und 3300 vor Christus einordnen. Und das stellt eben alles in Frage, was bisher über die Kanaren veröffentlicht ist. Und dass das hier kein ausgeschlagener Backenzahn ist von einem Baggerfahrer, der dort vor 20 Jahren die Kiesgrube angefertigt hat zum Straßenbau, belegt einmal der Kieferknochen, weil das wäre schon Catcher's Glee gewesen, der dem armen Mann da auf Lanzarote den Zahn ausgeschlagen hätte. Ist aber nicht der Fall. Und was man eben auch sehr schön sieht, sind die abgeflachten also diese Molarenhöcker, sagt man Die da in der Sprache dazu. abgerundeten. Das liegt daran, dass sie früher mit Steinmühlen ihr Getreide gemahlen haben und dass dadurch dieser Zahn sehr stark abgewetzt ist. Ja, wir dürfen ja den Zahn leider nicht nach Europa holen, also nach Deutschland, um ihn selber zu untersuchen. Da würden wir uns sofort eine Anzeige einhandeln. Ludwig Zöller hat eine Anzeige von der Antikenverwaltung aus Gran Canaria bekommen, musste 6.000 Euro Strafe zahlen, weil er die Ziegenknochen mit Absprache mit den Lokalexperten nach Deutschland holte, was dann mit Gerichtsverhandlungen abgewendet werden konnte. Insofern müssen wir uns hier noch bedeckt halten, aber die Fundumstände, der Fundort, die Morphologie, das Erscheinen dieses Fundes und natürlich die Eigenschaften an diesem Objekt zeigen ganz klar, dass wir es hier mit dem jungsteinzeitlichen Zahnfragment zu tun haben. Und das katapultiert letzten Endes diesen ganzen Platz auf den Kanaren, nicht nur auf Lanzarote, in eine präphönizische Stätte. Und das ist eben im Widerspruch zu den klassischen Statements. Und das ist eigentlich, was wir beide machen wollen. Wir wollen nicht sagen, wir sind die schlauen Kerlchen aus der Schweiz und aus Deutschland, sondern wir versuchen einfach neue Fakten, wie ich schon sagte, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, zu suchen, zu finden, mit Kooperationspartnern zu analysieren. Und da sind wir schon im nächsten Projekt. Ramon, wo du das ja, du hast es ja angestellt, kannst du einmal schön erklären. Ja, eben, es ging ja darum, dass wir den Pyramidenpark, so nennt sich das in Güimar, von Thor Heyerdahl, wo der Dominik ganz gute Beziehungen hat, auch über seine früheren Missionen, aber eben vor allem zu der Witwe von Thor Heyerdahl, die Jacqueline Beyer. Und sie lebt immer noch dort und hat eben ganz, sie ist so wie die Grande Dame eigentlich von diesem Park. Und sie hat uns ermöglicht, dass wir eine Erlaubnis kriegten, um die ganze Anlage aus der Luft mit Drohnenbildern einzuscannen. Und meine Freunde von Ramar haben daraus dann ein 3D-Modell erarbeitet. Und unser 3D-Spezialist, der ist ziemlich präzise oder sehr genau und wollte es natürlich so gut wie nur möglich machen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, 64.000 Quadratmeter oder so eingescannt und haben eine Diskrepanz hier von 3 bis 5 Zentimetern in den Messungen. Und im Prinzip haben wir jetzt somit ein hochpräzises Modell, mit dem wir jetzt auch wiederum arbeiten können und gucken, was hat es mit diesen Stufenbauten eigentlich auf sich. Weil offiziell sollen das ja Steinlesehaufen sein. Von einer Meinung ist von den Kolonialmächten, von den Spaniern, als sie hierher gekommen sind, um die Felder von Steinen zu befreien, da hätten sie diese Sachen gebaut. Oder eben jetzt neuerdings kommt auch immer eine neue Theorie auf, so vor 200 Jahren sei das irgendwie, seien das die Freimaurer gewesen, die das gebaut haben. Aber wir durch unsere Forschung eben können jetzt anderes beweisen. Ja, was natürlich noch ergänzenswert ist, ist einerseits, was Ramon schon gesagt hat, die hohe Präzision. Aber wir sind da nicht stehen geblieben, sondern wir sind noch zwei Schritte weitergegangen. Und was ganz wichtig ist, vielleicht auch für den Zuschauer bei euch, es reicht nicht einfach nur mit einer Drohne drüber zu fliegen. Das nennt sich Photospektrogrammetrie. Der Computer setzt dann
aus den 10.000 Einzelpunkten im Computer solche also dreidimensionalen, voll holistischen Modelle zusammen. Das reicht nicht, um in die Forschung zu gehen. Der nächste Schritt bestand eigentlich darin, dieses holistische Modell mit den LIDAR-Daten der spanischen Regierung, also dem Geoprofil sowohl nach Westen, wir sehen also hier den Pyramidenpark nach Westen, als auch nach Osten, das Profil voll einzubetten, damit wir dann im virtuellen, ich sag mal, wie heißt das, Holodeck, wie bei Raumschiff Enterprise, ein schöner Vergleich, voll realistisch damit arbeiten können. Und was wir hier geschaffen haben, ohne da in Selbstlob und Selbstmitleid zu versinken, aber ich muss es einfach so sagen, das ist Primärarbeit, was eigentlich Aufgabe der spanischen Archäologen gewesen wäre. Was uns nämlich gelungen ist, und man sieht das hier das erste Mal, das ist die erste Live-Vorführung. Ich wollte das eigentlich zu unserer Konferenz erst einmal live zeigen. Aber insofern, Daniel, kriegst du ja einen Sonderbonus. Ja, ich gehe nochmal zurück in der Folie. Ich hoffe, es funktioniert. Ich fühle mich Wir sehen geehrt. hier, zum ersten Mal außerhalb der Kanarischen Inseln seit wahrscheinlich 4000 Jahren oder fast 5000 Jahren den sogenannten doppelten Sonnenuntergang an diesen Zacken im Anaga-Gebirge etwa 8 bis 12 Kilometer hinter den Stufenpyramiden. Und wir sind nicht in der Lage gewesen, das eins zu eins nachzustellen, sondern können das heute hochpräzise vermessen, da wo am Tag der Sommersonnenwende die Sonne zweimal abgedeckt wird. Und damit konnten wir diesen digitalen Computer eichen und auf die Nullzeit umstellen, auf unsere Gegenwart. Und das ist eben das Fantastische, nicht nur, dass wir sogenannte Astro-Alignments heute damit hochpräzise nachstellen können. Wir haben also, ich kenne den Dr. Michael Rappenglück seit über 20 Jahren. Wir wollten immer schon zusammen Forschung machen. Er war der Leiter der Bayerischen Sternwarte, ist Kurator von zig Forschungsverbänden, auch von wissenschaftlichen Zeitschriften und ist Gott sei Dank rechtzeitig für mich in Pension gegangen. Und wir konnten Michael wirklich überzeugen, sich unserem Forschungsprojekt anzuschließen. Und das, was ich jetzt zeige, ich muss es so jugendlich sagen, schießt einem das Schädeldach weg. Weil genau das, was ich immer schon wusste, was wir gemeinsam vermutet haben, stellt sich jetzt im virtuellen Environment dank dieser hochpräzisen Vorarbeiten von Ramon, Also Boris von dem und Team. Selina als absolut gebrauchswürdig heraus. Wir sind jetzt in der Lage, diese Daten voll holistisch in Google Earth, ins Astrolab zu laden. Natürlich in abgespeckter Variante, da müssen wir nochmal hin. Das ist viel zu genau und viel zu hochauflösend, dass ein normaler Rechner damit umgehen kann. Ramon hat es ja schon gesagt, 64.000 Hektar. Aber was ich jetzt zeige, ist wirklich purer Wasserstoff, frei in der Atmosphäre. Also wir sind in der Lage, diese Pyramiden jetzt präzise auf ihre Ausrichtungspunkte zu verfolgen, sogenannte Astro-Alignments. Und es stellt sich heraus, dass von den 7 Pyramiden 6 Pyramiden nach Osten und eine nach Westen weist. Das konnte man vorher schon erahnen, aber wir wissen jetzt, wo sie hinzeigen und wir wissen jetzt, was sie memorieren und wann sie es memorieren. Und das ist wirklich harter Tobak. Unser Problem ist, dass wir als Menschen nicht genug und nicht lange genug leben, um so viel Erfahrung zu sammeln, um im einen Leben all die Sterndurchläufe durchzutesten. Man müsste wahrscheinlich wirklich 4000 Jahre erleben, um das so mitzuerleben. Und das macht eben unser Michael Rappenglück als hochversierter, hochdekorierter Archäologe, Astroarchäologe, Astronom, wo wir in der Lage sind, den Sternhimmel jetzt über dieses Modell in Google Earth im Stellarium zu legen. Und wir stellen also fest, ich habe mal Beispiele rausgeholt für das Jahr 2000 vor Christus. Pyramide 7 geht genau auf die Coeva Pinta der Gadar. Das ist wahrscheinlich der berühmteste und bedeutendste mythologische Ort, kosmologische Ort auf den ganzen Kanaren, auf Gran Canaria, wo genau auf diese Höhle, auf diesen Berg um das Jahr 2000 vor Christus da der Gürtel des Orions aufsteigt. Aber nicht nur, dass das passiert, die Pyramide 4, das ist die hinter dem der kleinen Pyramide, also wir sehen vor uns die Pyramide 2, 3 und 4. Die hintere Pyramide weist genau auf den Pico de las Nieves, Nieves, ja. wo genau in dem Moment aber auch der Riegel vom Orion also durchläuft, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Natürlich funktionieren die Sternendurchläufe auch ohne unser Modell und ohne die Pyramiden, aber du kannst es nur von dort beobachten. Stehst du
100 Meter höher oder 100 Meter tiefer oder 800 Meter nach Westen, Süden, Osten, verschiebt sich das Ganze und es passt nicht mehr. Es passt aber auf Klemme kommt. mehrere Epochen. Und das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe mir es immer gewünscht, aber dass es dann so funktioniert, ist sensationell. Und was vielleicht letzte Bemerkung, dann gehen wir ins nächste Thema. Bitte, liebe Leute, wir behaupten nicht, dass diese Stufenpyramiden, eigentlich müsste man Zikkurate dazu sagen, 4000 Jahre alt sind. Sind sie meiner Meinung nach nicht. Sondern wir können mit diesen Astrodaten nachweisen, dass diese Städte, dieses Plateau mit seiner Ausrichtung nach Osten und Westen seit über 4000 Jahren in einem kosmologischen Bezug ist. Weil das kann kein Zufall sein. Ein Stern geht mal durch. Das kann man im Harz messen, das kann man auf der Zugspitze messen, aber das ist zum gleichen Zeitpunkt. Drei Zodiakalzeichen, Dutzende Sterne mit diesen Pyramiden an sieben verschiedenen Plätzen memoriert sind, architektonisch kodiert sind, das fällt in den Bereich von ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und da lässt sich aufbauen und fortsetzen. Ramon weiß das noch nicht, weil wir seit einer Woche getrennt leben. Ich bin ja mit Michael fast täglich zusammen. Wir arbeiten dort täglich an den Modellen weiter. Es ist die Sensation, aber das will ich hier noch nicht natürlich vor unserer Nuviso-Konferenz preisgeben. Das soll dann dort erfolgen. Wir haben den Heiligen Gral ein zweites Mal gefunden. Das ist der Hammer. Ich bin selber schon mega gespannt, weil eben schon vor 2 Wochen, das ist mehr als wir uns jemals erdacht haben. Ja. Genau, und so sind wir halt da dran und da, wenn man mal Blut geleckt hat, oder, dann zieht es natürlich weiter, weil man immer weitere Querverbindungen zieht und ah, das kenne ich doch schon von anderswo und so. Und denke, das wäre doch eine gute Überleitung nach den Azoren, oder? Ganz genau. Und an den Azoren bin ich übrigens schon lange dran, weil ich bin schon 2007 mit Abora 3 bis kurz vor die Azoren gesegelt und habe den Vulkan Pico auf der Insel Pico, das ist eine der 9 Azoreninseln, am ersten Tag, also frühest am Morgen mache ich, das ist nachts, mitten in der Nacht mit Abora schiffbrüchig angekommen und mache das Fenster auf und sehe den Vulkan Pico von der Insel Fayal in der Stadt Horta. Und da wusste ich, da müssen Stufenpyramiden stehen. Sieht aus wie der Titer aus der Entfernung. Immer wo Vulkane sind, stehen Stufenpyramiden durchs gesamte Mittelmeerraum, weil dort vulkanisches Glasgestein, Obsidian, vorkommt. Und das war das Metall der Steinzeit. Dadurch war mir klar, dass da drüben Stufenpyramide stehen müssen. Aber ich hatte nicht die Zeit, nicht die Möglichkeit, nicht das Geld, nach unserem Schiffbruch. Es war ja kein Schiffbruch, wir sind ja ganz geordnet von Abora 3 abgestiegen, weil das Wetter 2007 so furchtbar schlecht war im Nordatlantik, dass es lebensgefährlich wäre, die Reise fortzusetzen. Aber mir war klar, da ist was. Und dann hat Dr. Nuno Ribeiro, der Chef der portugiesischen Forschungsgesellschaft, das für mich entdeckt, was ich eigentlich schon 2007 wusste. Aber ich hatte kein Geld, dorthin zu fahren. Aber was entscheidend ist, und das werden wir gleich zeigen, die Stufenpyramiden auf den Azoren sehen zwar ähnlich aus wie die Stufenpyramiden auf den Kanaren oder auch im inneren Mittelmeerraum, aber die kommen ja als Feedbacksignal von Mittelamerika über die Azoren in die alte Welt zurück. Und das ist schon harter Tobak, was uns dann dort schon wieder aufgefallen ist. Ja, Ramon. weil wir waren dort, das ist ein riesiges Areal, immer mal wieder Grünflächen dazwischen oder Büsche, Wälder, aber ein unübersichtliches Areal mit Tausenden von Mäuerchen und solchen Stufenstrukturen. Und ich stand dort und habe gedacht, ich stehe in Teotihuacan in Mexiko, bei Mexico City in Teotihuacan. Und das ist, glaube ich, das, was Domi andeuten wollte, dass die kulturellen Einflüsse eben von Amerika beeinflusst zurückkamen auf den Azoren. Und genau, auch wieder die Ausrichtungen. Einige der Pyramiden sollen laut diesem Nuno Ribeiro und Pedro Duarte, unserem Guide dort, der sich schon lange auch damit beschäftigt, auch ein Forscherkollege von uns, sollen einige von diesen Pyramiden nach Irland ausgerichtet sein. Also sind, glaube ich, 3 Stück oder so
die eben sozusagen nach Irland zeigen, dann sozusagen wie zum Weiterreisen oder was Also auch immer. hier werden wir mit Sicherheit mit Dr. Michael Rappenglück noch viel forschen. Wir können hier das auch nur andeuten. Aber was Ramon eben sagte, das ist wirklich ganz, ganz harter Tobak. Also ich selber bin ja auch Weltenbürger, war schon mehrfach in Mittelamerika, weiß ich, 27 Mal in Südamerika. Also ich kenne da die Plätze auch relativ gut. Und es fällt einem irgendwie sofort auf, aber man kann es nicht gleich sagen. Irgendwas ist hier anders. Es braucht Zeit. Also es sind auch ein paar kritische Punkte, wo ich noch nicht mein ultimatives Urteil gebildet habe. Also was zum Beispiel fehlt im Unterschied zu den Kanarischen Inseln, sind jegliche, bis auf die Pyramiden, wir haben hier keine Wohnhöhlen, wir haben hier keine Hausstrukturen, wir haben hier keine Gräber, keine Mumifikation. Was wir haben, sind die Stufenpyramiden, die also auf den ersten Blick ähnlich aussehen. Das ist wie Gustav und Gasthof. Das hört sich gleich an, ist aber nicht gleich. Ja, die deutsche Sprache sprichst du müssen, ja. Und was mir dann am zweiten Tag dann so klar wurde, und das ist mir eigentlich, das hat länger gedauert als so den zweiten Tag, dass hier so Areale abgegrenzt sind, was Ramon schon sagte, was wirklich an Teotihuacan oder andere Städten in Mittelamerika, wir werden das auch auf dem Kongress sehr ausführlich zeigen. Und wir hatten an dem Tag rund 37 Knoten, 31 Knoten Wind. Also als Seefahrer kann ich sagen, das ist Endwindstärke 7, böig bis Windstärke 8, 33, 36 Knoten Wind, eindeutig Sturm. Und wir konnten mit der Drohne nicht fliegen. Und unser Kameramann, der war natürlich dadurch gehandicapt. Und wir sind dann bei Sturm auf eine dieser Stufenpyramiden hochgeklettert. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ei Gott, das sind wirklich voll abgeschirmte Tempelbereiche. Wir haben die dann später kultische Gärten genannt, obwohl das mit dem Garten gar nichts zu tun hat, die wirklich völlig autark von der Außenwelt abgeschlossen sind. Du musst dort über 3 bis 6, 7 Meter hohe Mauern klettern, um da überhaupt reinzukommen. Und als ich dann da unten stand, und das muss ich sagen, war ein Faszinovum, oben war Windstärke 8, also 7, völlig auf 8, Sturm, unten war es windstill und total leise. Man hätte eine Stecklade runterfallen hören. Und wir haben es ausgezählt, da stehen 36 verkrüppelte Weinstöckchen ohne Zugang. Wie viel tausend Jahre muss ich diesen hässlichen Wein ernten, um die Baukosten allein für diese Struktur zu refinanzieren? Das geht nicht. Full stop. Das wird heute nachträglich überbaut und überprägt und als Gärten genutzt. Das sind aber niemals, 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 niemals Gärten gewesen, weil die Baukosten hätte sich nicht mal Donald Trump leisten können für diese drei jämmerlichen Weinpflanzen, die da stehen. Das sind gigantische Areale, sind wir schon in Schua, wo ich sagen muss, das braucht dringend unsere Aufmerksamkeit, lieber Ramon. Da werden wir Absolut. uns richtig austoben in den nächsten Jahren. Und was noch hinzukommt, wir haben dort bei den portugiesischen Archäologen doch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Weil wir haben uns ja dann auch mit denen in Lissabon getroffen, unsere Erfahrungen und Bilder ausgetauscht und wir sind auserkoren worden, gerade weil ich auch in Deutschland so einen Verein pflege für experimentelle Archäologie und Forschung und gute Verhältnisse auch zu vielen Universitäten und archäologischen Vereinen führe, insbesondere zur Winkelmann-Gesellschaft vom Deutschen Archäologischen Institut. Und ich bin letzten Endes von denen, diesen Art Ritterschlag, ja, gebeten worden, deren Funde aus den Pyramiden zu datieren. Und das ist der markante Unterschied zu den Stufenpyramiden auf Teneriffa. In Nikot kenne ich mich noch nicht so gut aus, aber zumindest in Güima haben wir außer die Pyramide 5 keine großen Seelenlöcher oder Krakgewölbe. Hier auf Pico haben wir sie aber, ähnlich wie auf Lanzarote und ähnlich auch wie auf Sizilien. Und man hat in diesen Krakgewölben gegraben und tatsächlich in 1,50 Meter Tiefe Holzkohlereste und andere Dinge rausgeholt. In der zweiten Oberflächengrabung hat man eine Knochenpfeife entdeckt. Und diese Dinge sind schon im Moment auf dem Weg nach Deutschland. Die werden noch im März von uns sowohl C14 datiert als auch gaschromatographisch untersucht in der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Da habe ich auch früher mal promoviert. Auch unser Bordarzt hat gute Kontakte dort zur Gerichtsmedizin, wo wir unser Network nutzen, um dann eben erkenntnisoffen, ideologiefrei endlich, endlich diese Befunde
Fachwissenschaftlern vorzustellen, um den Portugiesen eine Brücke zu bauen, dass das hier keine altportugiesischen christlichen Strukturen sind, sondern das muss Jahrhunderte, wie in Teneriffa, Jahrtausende vor der vermeintlichen Entdeckung errichtet und eben für kultische, kosmologische Zwecke genutzt worden sein. Faszinierend. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Ich will gar nicht so viel Natürlich. beim Plappern heute. Das ist euer Vortrag hier. Aber du sagst, es wurde gegraben, man hat Holzkohlereste gefunden, man hat eine Knochenflöte gefunden und du hast gesagt, andere Dinge. Ich bin neugierig. Was hat man noch gefunden? Irgendwas von signifikant? Naja, man hat also, wir glauben, also die Portugiesen, ich kann es nur zitieren, das ist deren ihre Arbeit, die portugiesischen Archäologen glauben, dass diese Grabgewölbe, Fundstellen, Opfer, rituelle Opferstellen waren. Vor allem, man muss sich vorstellen, Daniel, das hat man 1 Meter tief, 1,50 Meter tief unter dem heutigen Level gefunden. Und Ramon war ja auch drin. Also wir sind ja nur Sitzriesen und keine 3,20 Meter hoch. Aber auch wir als moderne Europäer, wir sind nicht die größten, Ramon und ich sowieso nicht. Wir können da nicht mal richtig aufrecht stehen. Also von wegen, das wären Schutzhütten der Schäfer und Ziegenhirten, völliger Unsinn, weil wenn das Feuer dort gebrannt hätte, hätte man sich dort lebendig gegart, weil die Höhlen so klein sind und diese Und hast auch Kaverne. keinen Abzug, keinen Rauchabzug, gar nichts, oder? Ja, wäre auch bei der Opferstelle kein, das zieht dort schon ein bisschen. Ich habe auch so ein, aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, das hätte für einen Schäfer, der dort Schutz sucht bei Regen oder im Winter, wäre nicht Platz genug gewesen für seine Füßchen. Der hätte sich dort mit abgefackelt. Und das nächste ist, diese Dinge sind rituell verbrannt worden. Das zeigen also auch die Schmauchspuren. Man hat so Fischgräten-Sachen gefunden und Steinklingen. Man hat auch einen Dolch gefunden. In der zweiten Schicht, wo man auch die Knochenpfeife gefunden hat. Der ist übrigens aus Eisen. Das ist aber auch, was neue Dokumente zeigen, dass diese Dinge schon da waren, als die Azorischen Inseln besiedelt wurden. Und gerade dieses Gebiet im Westen von Pico, das zeigen die Urkunden sehr gut, ist erst nach 1500 besiedelt worden. Es gibt aber Urkunden aus dem Jahre 1450 und zeitgenössisch, da werden diese Bauwerke schon als Schutzbauten erwähnt, auch als Lagerbauten, aber da haben keine Dörfer gestanden. Also die Dörfer sind erst später gebaut worden, jenseits, also im 16. Jahrhundert irgendwann. Wenn das landwirtschaftliche Anlagen gewesen sein sollen, ähnlich wie in Teneriffa, auf Portugiesisch heißen sie Marajocos, also Steinhaufen, ja, bitteschön, das macht hinten und vorn keinen Sinn. Und diese Dinge, die gefunden wurden, die zeigen eben an, dass das nicht Orte waren, abgesehen von der zweiten Grabung, wo man sich versteckt hat, sondern es waren kultische Bauten, wie überall, wo Stufenpyramiden, also Zikkurate stehen, die waren in höheren astronomischen, astrologischen, kosmologischen Zusammenhängen eingebaut. Und das werden wir in den nächsten Jahren Hand in Hand mit unseren Forschungspartnern in Lissabon aufzeigen. Und ich denke, das wird die nächste Atombombe, die Zündschnur brennt schon. Wahnsinn. Noch ganz kurz. Du hast gesagt, die Dinge wurden rituell verbrannt. Damit meinst du auch diese Knochenpfeife, von der du gesprochen hast? Also all diese Da Dinge, bin die. ich skeptisch. Die Knochenpfeife, auch der Messer. Sie haben zwei Ausgrabungen gehabt in diesem Grabgewölbe. Die eine tief, da hat man die Feuerstelle gefunden, die zweite oberflächlich. Messer und Pfeife wurden in der zweiten Grabung gefunden, sehr oberflächennah, also fast oberflächlich. Die sieht auch sehr neu aus, obwohl der Habitus dieser Pfeife alles anderes als eine europäische Pfeife. Also die Portugiesen haben das als amerikanisch oder afrikanisch tituliert. Also der Habitus, die Morphologie. Wir wissen das. Ich war mal sehr gut mit dem Maya-Forscher im Smithsonian-Institut befreundet. Der war Spezialist für Maya-Pfeifen. Hat übrigens eine Maya-Pfeife dargestellt in Syrien gefunden. Aber das nur nebenbei. Nein, also diese Pfeife hat vom Habitus keinen europäischen Charakter, weil wir haben immer einen Pfeifenstiel und einen Pfeifenkopf, übrigens auch die Berber. Und das schon 4000 Jahre vor Kolumbus. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das müssen wir erstmal erforschen. Und wie hat Sherlock Holmes gesagt, es wäre ein fataler Fehler, irgendwelche Theorien aufzustellen, ohne die geringsten Fakten zu besitzen. Wir müssen hier einfach die Geduld haben, Basisforschung machen, Grundlagenforschung. Erst wenn wir die Zahlen, Daten, Fakten zusammen haben, dann würde ich mich für eine Interpretation hinreißen lassen. Insofern ist es einfach zu früh und man braucht hier einfach mal, sage ich mal, noch so 1 Monat, vielleicht 1,5, 2 Monate Zeit.
um endlich Licht in diese völlig unbeleuchtete Archäologie zu Eins noch ganz kurz, ich bin gleich fertig. bringen. Was wisst ihr über diese rituellen Verbrennungen in dieser Gegend, in der Kultur, oder ist das jetzt eine Annahme, vielleicht eine Idee, dass es so gewesen sein könnte nur? Das ist die Idee der dortigen Archäologen, die keine bessere Erklärung haben. Interessant ist, das hat Ramon nicht gesehen, weil er an dem Tag ein bisschen malat war, dass dort überall Schilder aufgestanden sind, wo das erzählt wird, dass die Portugiesen das freigeräumt haben. Bei einem Schild muss so ein Archäologe oder die Lokalregierung mal nicht einen Moment gehabt haben, wo sie die Ausrichtung dieser ganzen Anlage porträtieren. Und da trauen die sich wirklich zu schreiben, und das ist spektakulär, dass sie sagen, die Ausrichtung und die räumliche Organisation dieser Bauwerke lässt auf Rituale schließen, die mit dem Aufgang des Sonnenlichts auf dem Vulkan Pico im Zusammenhang stehen. Und da muss ich schon sagen, welches Kraut werfen die sich ein? Diese Bauwerke im frühen 15., 16. Jahrhundert als landwirtschaftliche Anlagen zu deklarieren, im gleichen Zuge aber auch die mit Licht- und Sonnenriten zu verbinden, was in der Zeit Gotteslästerung gewesen wäre. Das waren Katholiken, die aus einem zutiefst katholischen Land, als Portugal dort eingewandert sind, um dieses Land für die portugiesische Krone in Besitz zu nehmen. Zuerst haben sie immer erst eine Kirche gebaut, ehe sie sich einen Unterschlupf gebaut haben. Niemals, 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 niemals hätte man diese Bauwerke nach den Himmelsrichtungen, das kann ich später alles zeigen, ja, ausgerichtet, das ist ganz eigenartig dort, aber darüber, ich will nur sagen, diese historischen Quellen geben eigentlich schon die Antwort. Das hat schon gestanden, während die dort eingewandert sind. Fullstop. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz anknüpfen an dem, was du vorher gesagt hast. Und zwar, eben, es ist jetzt hier auf den Azoren, auf Pico ähnlich, wie wir es auf den Kanaren hatten. Wir haben lauter Indizien, die uns eben neugierig machen. Und wir wollen jetzt da mehr Fakten rausfinden, eben müssen das Ganze auch wieder einscannen, damit wir es dann wieder gleich behandeln können. Genau, also die Indizien sind sehr stark und deshalb müssen wir jetzt Beweise daraus machen. Ja, und wie gesagt, die Zündschnur ist gelegt, sie brennt schon und wir werden in spätestens 2 Monaten, ich hoffe, das Zeug wird nicht irgendwie abhanden gestohlen oder so, nicht jetzt irgendeine Verschwörungstheorie, aber die portugiesische Post habe ich keine Erfahrung. Ich hoffe, die kriegt das hin, das Zeug ordentlich zu mir zu bringen. Aber das ist ja nur ein erster Schritt, wie Ramon schon sagte, die nächsten Schritte kommen und wir üben eigentlich auf den Kanarischen Inseln, um in diesem noch viel spannenden Themengebiet richtig, richtig professionell zu handeln. Nächstes Thema. Mein Promotionsthema, ich habe promoviert über Nikotin und Kokain in ägyptischen Mumien. Musste zweimal die Uni wechseln, weil die deutschen Archäologen waren nicht sehr glücklich mit meinen Auffassungen. Aber ich habe es dann geschafft, irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen im Frankenland in Erlangen, meine Promotion erfolgreich abzuschließen. Und ein Thema ist eben das Rätselthema Nikotin und Kokain in ägyptischen Mumien. Und das ist eben, wo wir sagen können, sorry, liebe Ägyptologen, der Tabak kann nicht aus Indien oder Afrika gekommen sein, weil diese moderne Tabakart, wir sagen heute dazu echter Tabak oder virginischer Tabak, lateinisch heißt er Nicotiana tabacum, ist aus zwei Andenarten gekreuzt worden, also im südlichen Altiplano. Und genau dort, wo diese Domestikation vor gefühlten 6, 8, 10.000 Jahren entweder natürlich diese Hybridisierung oder durch Menschen induziert stattgefunden hat, finden wir mehr und mehr Hinweise, die eine starke Evidenz für die Anwesenheit altweltlicher Kulturen sprechen. Und was wir eben hier sehen, ist das berühmte Piece of Chua, was wie mir von den bolivianischen Archäologen schon vor 20 Jahren gezeigt worden war, wo wir diese, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, diese kuniform Inskription sieht, hier und hier. Viele alternative Medien zerreißen sich darum, dass das altsumerische Inschriften sind und dass da eben, wie gesagt, Inka, nicht Inka, Enkidu sich niedergelassen hat und so weiter. Ich habe das als Naturwissenschaftler nie so gesehen, weil ich das auch mit befreundeten Sumerologen in Leipzig und Oslo habe prüfen lassen. Und was wir sehr schön sagen können, ist heute nach 10 Jahren Forschung mit Professor Joachim Oelsner aus Leipzig, einer der deutschen besten, versiertesten Sumerologen,
Ja, dass das wahrscheinlich ein Schmuckdekor ist, was vor 2000, 4000 Jahren, es deutet auf die Djemdar-Nasser-Periode hin, das ist so 2700 vor Christus, dass dieses Schmuckdekor von alten sumerischen Keilschrifttafeln abgeschrieben worden ist, ohne dass die wussten, was sie da zeichnen. Also nur mal so zwei Beispiele. Wir sehen hier Zahlzeichen, die völlig aus dem Syntax herausgerissen sind. Auch hier. Das sind Nummernzeichen der alten Sumerer, aber die werden völlig anders dargestellt. Wir sehen hier zum Beispiel die Glyphe für Stern oder König, aber um 170 Grad verdreht. Oder hier die Glyphe für Schiff. Da ist die alt-sumerische Glyphe für Schiff oder Boot, aber völlig falsch dargestellt. Das wäre so wie Russisch mit spanischen Untertiteln. Also es sieht zwar so aus, aber es ist eben kein Sumerisch. Und was natürlich der Oberhammer ist, und das ist wiederum mein Spezialgebiet Invasionsbiologie, wir haben hier eindeutig Pferdedarstellungen, also mehrere, insgesamt sind es vier Stück. Und der Mustang, wie wir ihn in Westernfilmen kennen, ist während der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren in Amerika ausgestorben. Und alle Pferde, die in Indianerfilmen gezeigt werden, wobei Winnetou oder Old Shatterhand, sind verwilderte Haustiere der Spanier, die nach der Wiederentdeckung Amerikas durch Kolumbus sich freigerissen haben und dann auch in Nordamerika beginnen, wilde Pferdeherden zu bauen. Aber das hier wird datiert in die klassische Tiahuanaco-Kultur, etwa 600 vor Christus. Die Inskriptionen zeigen eine Schrift, die älter ist, 2000 Jahre älter. Aber es kann ja von älteren Tafeln abgeschrieben worden sein. Und das Ding dürfte es nicht geben in Südamerika. Das Sumerisch ist schon nicht zu erklären. Aber das Pferd, was seit 14.000 Jahren ausgestorben ist, wie will das jemand dort antizipiert haben, der noch nie in seinem Leben ein Pferd gesehen hat? Geht nicht. Ja. No way. Äußerst interessant. Und das wird überhaupt nicht in unserer Wissenschaft wahrgenommen. Ja, da kommt ja, ja, das sind die Erich von Däniken-Spinner. Das ist der Görlitz, der an der Pyramide rumhackt und mit irgendwelchen Strohballen in Seenot die Welt unsicher macht. Nee, wir sind ganz normale Menschen und stellen Fragen. Und das ist halt, was wir in den nächsten Jahren aufarbeiten werden, dieses völlig untouched Territory, wo wir also heute mit forensischen Mitteln, mit solchen Spezialisten wie Rappenglück und anderen einen völlig neuen Wind da reinbringen können. Aber wir brauchen Leute, Archäologen in den Universitäten und andere Wissenschaftler, die sich auch trauen. Und naja, mit dem Trauen, das machen sie meistens erst, wenn sie dann retired sind. Das ist eben noch so ein bisschen ein Problem. Aber eben, das ist ja eben auch ein Mittengrund, warum wir damals Ramar gegründet haben. Das steht ja im Namen drin, Re-Evaluation, also eine Neubeurteilung. Die Technologie hat sich so weit entwickelt in den letzten Jahren, dass wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, an eben alte Rätsel ranzugehen. Ja, Das und die müssen wir Forensik machen. hat sich enorm weiterentwickelt. Die Computerwissenschaften, gerade die IT und wenn jetzt die KI kommt, Ramon, vielleicht kann ja uns irgendwann mal eine KI das übersetzen, das wir sehen. Genau, da diese Statue war halt einfach, weil dort wieder ähnliche, so, geh nochmal zurück, da finden wir wieder so ähnliche, wie soll ich denn sagen, Zeichen, Und dann so dazu runenartige runenartige, Programmschrift. Ne? genau, was wir eben auf der Magna Fuente, also auf der Schale auch hatten. Und diese Statue soll in der Nähe gefunden worden sein, wo auch eben die Schale gefunden wurde. Und erinnert vom Charakter her eben sehr stark an die Tiwanaku-Kultur mit dem Ist definitiv Kon-Tiki. Tiahuanaco. Ja. Definitiv. Und das ist ja auch hier ein spannendes Thema. Kannst du hier noch was dazu sagen? Ja, und zwar eben, dass ich halt überall in jedem Museum, wo wir waren, Annika und ich waren ja noch ein bisschen länger unterwegs, also in Bolivien, Peru, noch im kleinsten Museum, du findest überall diese verlängerten Schädel. Und es geht ja einerseits nicht darum, irgendwie, das sind Schädel von Außerirdischen, sondern die Frage ist, wenn die künstlich verlängert wurden beim Menschen, Baby, was wollten sie damit erreichen? Wollten sie, dass die ihre Kinder von einer gewissen Kaste ähnlich ausschauen wie die damaligen Götter? Und da sind wir natürlich auch immer auf der Suche nach Schädel, die keine Fontanellen aufweisen, so wie ich sie aus Paracas in Peru kenne.
unten am Meer, dort in der Nähe von Nazca. Da gibt es ein großes Museum, das der Brian Förster auch unterstützt. Und dort gibt es tatsächlich einfach Schädel, die sind wie aus einem Guss. Aber jeder Mensch braucht diese Physiologie mit den Fontanellen, damit er überhaupt bei der Geburt aus dem Mutterleib rauskommt. Und die verwachsen, verknöchern dann im Verlauf der Kindheit und des Lebens. Aber wir konnten definitiv eben Schädel nachweisen, die keine Fontanellen aufweisen. Und der Brian Förster hat eben auch wissenschaftliche Analysen machen lassen von verschiedenen Schädeln. Ich glaube, es waren insgesamt 12. Und einige von diesen Schädeln, eben von den skurrilsten, die weisen eine DNA vom Kaukasus auf, also vom Schwarzen Meer. Jetzt fragt man sich, wie kommt diese kaukasische DNA nach Südamerika an die Pazifikküste? Und das ist natürlich eben auch wieder ein Hinweis zu unserer Thematik von einem weltweiten globalen Zivilisationskontakt vor Jahrtausenden. Um da noch eins draufzusetzen, ich habe sehr gute Kontakte nach Armenien, wo man diese Schädel schon um 7000 vor Christus hat. Ich habe sehr gute Kontakte zum archäologischen Department in Bulgarien, wo diese Schädel dann so um 4000 vor Christus auftauchen. Und so kann man eigentlich vom Kaukasus in mehreren Wellen eigentlich diese Ausbreitung Richtung Westen nachvollziehen. Auch was wir sehr schön sehen, die Trepanationen, findet man überall. Auf den Kanaren, auf Kuba, weiterer Zwischenstopp, kommen wir noch drauf, bis in Richtung. Trepanation sind die Löcher, die ganz viele Schädel im Kopf haben. Genau. Und dort kann man halt zeigen, wenn die verknöchert sind und nicht mehr gesplittert, dann hat der Mensch das überlebt und hat weitergelebt. Wenn jetzt dort eben das Loch ganz fransig ist, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht überlebt haben, diese Gehirnoperation. Genau. Ah, wir sprechen von Eingriffen. Naja, aber man muss da Chirurgische sehr Eingriffe. behutsam damit umgehen. Die haben nicht am Gehirn operiert, sondern die Dura Mater, das ist die harte Hirnhaut, die schwillt, wenn man einen harten Schlag auf den Kopf bekommt, durch ein subdurales, nennt sich das in der Medizin, subdurales Hämatom an. Und da kann man den Druck aufs Gehirn entlasten, wenn man also oberhalb der Dura Mater das Schädeldach entfernt. Diese Operationen werden heute noch in Afrika ohne Betäubung, nach Unfällen oder Ich auch wenn die sich auf die Nuss hauen, dort in, ich will es gar nicht Ja. mehr. Und ethnologische Interpretation, ich will nur sagen, das ist eine Methode, die bis in die Neuzeit funktioniert und es zeigt sich, dass die Altvorderen und diese Menschen in Amerika keine Dummen waren, sondern die wussten sich eben auch zu helfen. Es wird vermutlich keine eindeutige Antwort geben, aber mich würde interessieren, ob diese Löcher im Schädel eventuell direkt in Verbindung stehen könnten mit den Schädelverlängerungen, das vielleicht durch die Verformung des. Mit Sicherheit, absolut. Weil beides immer gleichzeitig mit auf. Dass man Wir haben dann. das durchs ganze Mittelmeer, wir haben das, wie Ramon schon sagt, die DNA-Spuren in Paracas werden untermauert, auch durch rote Haare in Paracas. Man kann die Gene sequenzieren, man kann die Haplotypen mittlerweile sequenzieren. Wir können morphologisch, genetisch, archäologisch und kulturhistorisch dieses, das zieht sich, es beginnt im 9000 vor Christus. Und zieht sich bis auf die andere Seite des Atlantiks. Die Frage ist, die Ramon und mich halt bewegt, sind sie mit Schiffen oder mit Raumschiffen oder vielleicht mit beiden mit hingekommen? Ich würde das gar nicht ausschließen. Jetzt. Aber vielleicht, ich glaube, Daniel wollte fragen, ob die Löcher immer nur bei verlängerten Schädeln vorkommen. Aber diese Trepanationen kommen ja auch bei ganz normalen Auch Schädeln bei vor. normalen Das war einfach eine normale. Operationstechnik. Ne? Okay. Genau. Also, sorry. Entschuldigung, meine Frage ging dahingehend, dass ich wissen wollte, ob man vielleicht sagen kann, wahrscheinlich nicht, dass diese Schädelverlängerung vielleicht das Gehirn in der Art auf lange Dauer derart negativ beeinflusst hat, dass man irgendwann ab einem gewissen Alter vielleicht nach Erlösungen suchen musste, indem man eben den Schädel derart geöffnet hat und Druck abgelassen hat, wie du sagst, dass das vielleicht das Gehirn derart negativ beeinflusst hat, die Verformung, dass man das eben machen musste, um das Um auszuhalten. Druck abzulassen, ja. Genau, sozusagen, ja. Nee, das muss ich verneinen, aber ich kann das nicht mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen. Ich hatte mal so ein Gespräch mit dem sehr, sehr erfahrenen Touristenführer in Palenque
Und der sagt, die Mayas haben es übrigens genauso gemacht. Und der erzählt immer eben, dass man bei den Mayas davon ausging, nach dem Vorbild der Götter, wie es Ramon schon gesagt hat, ja, wenn diese Götter waren, dass das Intelligenzerweiternd gewirkt hat. Gewährt Gott. Intelligenzerweiternd wirkt. Und jeder, wenn man sagt, man, ich habe den Namen vergessen, wie hieß der von denjenigen nochmal? Ach, Erich, man drückt sich immer auf die Stirn. Und dieser Druck auf den Frontallappen, so hat der mir das erklärt, wirkt intelligenzerweiternd. Und solche Prolongierten sollen angeblich, hat der, ich kann es nur zitieren, easy 7, 8, 9 Sprachen gelernt haben. Aber das ist nur eine Behauptung, kein Beweis. Das müsste, da wird ja nicht dazu geforscht. Das ist ja das Schlimme. Wir können da nur, das ist eine Behauptung, die wir leider im Moment noch nicht bestätigen können. Aber nach der Überlieferung der alten Mayas wirkt das intelligenzfördernd. Das ist äußerst interessant. Mich würde eben interessieren, warum diese Schädelöffnungen durchgeführt wurden. Denn wenn sich was im Kopf befand, das da nicht hingehört oder vielleicht Ja, entfernt also wir werden konnte, können man konnte diese es natürlich. Trepanation nicht immer, aber sagen wir mal, mit einer guten Hälfte oder vielleicht auch mehr schon adjustieren mit Verletzungen. Also die haben sich ja oft auf die Nuss gehauen oder sind mal gestürzt. Und wir kennen das aus Afrika, aus der zeitgenössischen anthropologischen Forschung, dass das eben gemacht wird heute noch, wenn man auch bei Unfällen, bei der Feuerwehr oder so, das wird auch heute noch medizinisch gemacht. Das ist auch eine Methodik, die moderne Medizin anwendet, wenn man so ein subdurales Hämatom erwirbt. Und da wird es sowohl im Fossilienbefund als auch in der anthropologischen Forschung nach Verletzungen meistens, ich kann das nicht beweisen, meistens durchgeführt. Okay, verstehe. Vielleicht auch ein Stück eingeschlagener, eingedrückter Schädel herausgenommen und Kann vielleicht auch durch irgendwas sein. Ja, man kann ersetzt oder so. Okay, verstehe. Okay, es wird das. ja nicht geforscht dazu, das ist so. Okay. Ja, Ramon hat diese Bilder noch reinkopiert. Sag du mal was. Ja, genau, da geht es halt. Also, hier das Stück finde ich natürlich wieder typisch Cargo-Kult, oder? Die Menschen damals haben irgendwas, jemand gesehen mit Helm. Sie kannten ja selber nicht in dem Sinn Helme und haben was imitiert. Da geht es jetzt dann für mich halt schon eher in die Paläozäti. Aber hier, was ich halt da zeigen wollte, sind die ganz verschiedenen ethnischen Darstellungen, wo man eigentlich Schädel von weltweiten Kulturen findet auf diesem Altiplano. Seht ihr ja hier die Unterschiede. Und was interessant ist, dass wir eben sehr viele Tonfiguren oder Köpfe finden, die Schnurrbärte tragen oder auch Gesamtbärte oder Spitzbärte etc., wobei eben die lokalen einheimischen Indios kaum Bartwuchs haben. Dann kommen zwei, drei Härchen, aber nicht mehr. Und somit ist das eben auch wieder ein Indiz, dass dort auf dem Altiplano sozusagen die Kulturen ein- und ausgegangen sind durch eben den Handel mit dem Tabak oder den Coca-Pflanzen, ganz vielen anderen Nahrungsmitteln etc., die vom Altiplano her in die ganze Welt eigentlich gehandelt wurden. Das ist ja Domi sein Spezialgebiet. Ja, um da vielleicht nochmal eins draufzusetzen. Wir Europäer betrachten ja hier von Europa aus, Amerika am Rand der Welt, irgendwo im fernen Westen, hinter dem Okeanus, wo die 7 Zwerge bei den 7 Geißlein schlafen gehen. Aber das Umgekehrte ist richtig. Nicht die sind der Rand der Welt, wir sind der Rand. Wenn man nämlich auf Amerika wohnt, hat man Kontakt zu den zwei wichtigsten Kulturzentren, nämlich zu dem chinesischen Kulturraum mit den Japanern. Und in den mediterranen Kulturen. Und die Altiplano-Leute saßen genau in der Mitte. Und wir sind die Randfichten, wie wir in Sachsen sagen. Und die waren das Zentrum der Welt. Und das können wir in der Ikonografie sowohl in Mexiko als auch in Peru, Bolivien, auch in Ecuador wunderschön nachskizzieren. Dass das ein internationaler Schmelztiegel war, wo ab einer gewissen Zeit X, ich will jetzt keine absoluten Zahlen sagen, bis zum Untergang der antiken Kulturen, sowohl in Asien als auch im Mittelmeerraum, die Leute sich einfach mit Hilfe von Schiffen, Fernverkehrsmitteln getroffen, ausgetauscht, Ideen getauscht haben. Also wir sind da dran. Ich habe so tolle Bilder nach 30 Jahren auf meiner Festplatte. Das ist wirklich, ich will da gar nicht vollmundig klingen. Das meiste ist noch gar nicht entdeckt. Wir sind gerade dabei, da das zu entdecken.
Ja, kann ich nichts anfügen. Ja, wir sind jetzt hier in Tiahuanaco. Das ist am Titicacasee in Bolivien, eben auf diesem Altiplano. Und dort haben wir mehrere Tage verbracht und uns das mal alles ziemlich genau unter die Lupe genommen. Wir wissen aus dem Erich von Däniken Archiv, aus den Bildern, die er vor 50, 60 Jahren hier gemacht hat oder auch noch vor 40 Jahren, dass das niemals so in dem Sinn mit diesen Mauern so ausgeschaut hat. Wir hatten, als Arthur Posnanski da Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat auszugraben, dann auf diesen Bildern sehen wir nur die stehenden Steine, also nur die Menhire. Und die Mauern wurden jetzt in den letzten Jahren einfach dazu konstruiert, oder sie nennen das Rekonstruktion. Aber Erich und ich reden da halt schon gerne auch mal von kaputt rekonstruieren, weil das niemals so ausgeschaut hat. Zusätzlich zu bei diesen Menhiren, bei diesen stehenden Steinen da, auf das, was man jetzt heute nicht mehr sieht, sind scharfe, klare Einschnitte, Rillen, die über den ganzen Felsen bis unten gehen. Und die müssen ja irgendeinen Zweck gehabt haben. Aber für die Mauer selber haben sie keinen Zweck. Und jetzt haben sie einfach diese Mauer dazwischen aufgebaut und somit verschwinden eigentlich solche wichtigen Indizien. Klar, müssen Sie verstehen, die möchten natürlich auch möglichst viele Touristen anlocken und Geld verdienen. Bolivien ist nach wie vor ein sehr armes Land. Und ja, da versteht man es einerseits, dass sie halt versuchen, das auch attraktiv zu machen. Aber in unseren Augen hat das dann nicht mehr viel mit Realität zu tun. Wie auch eben die Ausgräber, zum Beispiel das Sonnentor, das bekannte von Tiahuanaco, das stand nie dort, wo es jetzt heute aufgestellt wurde. Und solche Sachen, denen sind wir da auf den Grund gegangen und haben auch ganz große Hinweise von einer Katastrophe gefunden. Also hier muss irgendwas passiert sein, dass diese ganze Anlage, da gehört ja auch Puma Punku dazu, das ist etwa 1 Kilometer von hier entfernt. Und ja, da liegen einfach überall im Erdreich drin, liegen noch riesige Steine, die sehen aus, als wären sie einfach durcheinander gewürfelt worden. Manchmal schaut so ein Riesenblock noch aus dem Boden raus, guckt dann aus wie ein gestrandeter Wal. Also hier muss irgendwas ganz, ein Kataklysmus stattgefunden haben. Vor allem in Puma Punku. Vielleicht kannst du jetzt mal weiter, Domi. Ich würde noch ganz kurz immer nach Sorry. Puma Punku gehen, noch Jo. eine Sache sagen. Das ist, was du sehr schön erklärt hast, wie man das jetzt kaputt rekonstruiert. Wir dürfen uns da, das hört sich immer so altklug an, wenn wir das als Westeuropäer sagen, wir dürfen uns da gar nicht so sehr selber rausnehmen. Eigentlich fast alle archäologischen Stätten, das ist Walt Disney für Erwachsene. Ob das in Kreta ist oder auch anderswo, das beste Beispiel ist beispielsweise Byblos. Ja, das ist alles abgebaut, weggetragen, neu rekonstruiert in Knossos. Das ist Walt Disney für Erwachsene. Und es ist eben schade, dass die dieselben Fehler wiederholen. Ramon hat das ja sehr schön gesagt. Man darf da nicht mit Steinen im Glashaus werfen, weil es ist ja schön, dass er zumindest sich ihrem Heritage zuwenden und versuchen, da ein Stück weiterzukommen. Ich habe auch noch ganz kurz was zur Mauer. Sorry, Leute. Ja, machen Weiß man oder hat jemand die Abstände gemessen zwischen diesen Menhiren? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage wäre, standen die auch schon immer auf diesem, nennen wir es mal Fundament, auf diesen Fundamentsteinen? Standen die da schon immer da? Und hat irgendjemand, vielleicht von der dortigen Bevölkerung, Kenntnis darüber, wie lange diese hellen Steine schon da eingebaut sind? Denn wie du sagst, das kann nicht so gewesen sein. Ich bin Maurer, ich sehe das auch, das gehört nicht so zusammen. Und vielleicht gibt es irgendjemand, der Kenntnis hat darüber, wie das vorher ausgesehen hat oder Ich habe Kontakt zu einem Lokalforscher, der vielleicht die beste Schwarz-Weiß-Fotosammlung Boliviens besitzt. Und der hat mir sehr alte Fotos gezeigt. Ich muss mal gucken, ob ich die noch habe. Ich habe bestimmt etliche davon noch auf meiner Festplatte. Das gemessen weiß ich nicht, hat bestimmt keiner gemacht, zumal es auch sehr schwierig ist, weil das ja alles überrekonstruiert ist. Man kann keiner mehr heute sagen, wer welchen Stein auch
Poznanski musste, um daran zu kommen, etliches verändern, um also auch an tiefere Schichten zu kommen. Also die Fragen können wir mit einem Fragezeichen leider nicht beantworten. Aber was man eben sehr schön sieht, ist, dass eben man sich schon bemüht hat, am Original ein bisschen dran zu bleiben. Auch diese Steinstufen hier sind original. Da ist auch nicht viel kaputt gegangen. Man sieht ja, was das für Riesenblöcke sind. Ja, wir sehen es gleich, ehe wir nach Pumapunku gehen, nochmal andere Blöcke auch. Ja, hier sieht man das. Du kannst hier nochmal sagen, Ramon, das ist ja dein Gebiet von oben mit Drohnen, sich das anzuschauen. Wir sehen ja hier dieses Areal aus der Vogelperspektive. Und jetzt sind wir schon in Pumapunku. Nee, ach, hier ist Genau. das Bild. Ja. Hier hast du, da ist das Bild rechts. Kannst du hier noch was dazu Also sagen? rechts oben ist eben das Areal von Tiwanaku, was nach unserer Meinung eben jünger ist. Und das wurde ja auch relativ gut datiert, also von den Archäologen, weil sie ja dort auch C14 messungsfähiges Material, also Tonscherben und irgendwelche Holzkohlenresten und so gefunden haben. Aber das Mysterium befindet sich eben hier auf der linken Karte bei Punkt 7 in Pumapunku. Und dort haben sich jetzt während Corona hat die eine japanische Universität hat dort das ganze Gebiet LIDAR-mäßig eingescannt und wo wir das gesehen haben, respektive wo Domi das Bild hier gesehen hat, sagt er, das ist ein Hafen, eindeutig, mit den Hafenmolen etc. Und auch von der Topografie her ist es ganz eindeutig, dass hier muss der Titicacasee mal bis vor die Tore von Pumapunku gekommen sein. Und Was ja, uns übrigens hilft, den Transport der Megasteinblöcke zu erklären, weil im Wasser sind die Dinger theoretisch schwerelos. Wie sie es dann im Detail umgesetzt haben, ist nochmal eine andere Frage, aber wenn der Titicacasee, wir sehen das ja auch in anderen Bildern, das sind die Stufen von der, oder Westen, Akapana. Akapana-Pyramide, die Ostseite der Akapana-Pyramide. Die untere Steinlage ist die einzige, die original, zumindest heute, noch offen dran liegt. Und ich weiß nicht, wie du das fotografiert hast. Hier kann man es schon erahnen. Wenn wir das nächste Bild gucken, nee, hier sieht man es nicht. Aber man kann es erahnen. Hier sieht man, wie das alles rund gewaschen ist. Hier. Das ist eindeutig Wassererosion, wo also ablaufendes Wasser die Steine rund gelutscht hat, wo hier oben die Steine keinerlei Erosionsspuren aufweisen. Ob die original sind, weiß ich nicht, aber man sieht zumindest, dass hier keine Wassererosionsspuren sind. Und das ist mir schon beim allerersten Besuch, auch beim zweiten Besuch aufgefallen, dass wir hier auch Spuren von Wind- und Wassererosion haben. Und das war mir schon vor der LIDAR-Entdeckung klar, dass der Titicacasee, der ist wie ein Pulsar. Der war ganz, ganz früher, vor 6.000, 7.000 Jahren, 10-mal größer, als er heute ist. Und wir sind ja in veränderlichen Klimazeiten. Das Klima pulsiert. Niemals ist es eine lineare Wetterveränderung. Wetter geht immer hoch, runter, hoch, runter. Und so kann man, ich habe eine sehr schöne Arbeit zu Hause stehen, wo also so ein Geologe den wechselnden Wasserstand des Titicacasees der letzten 4000 Jahre referenziert hat. Und der Titicacasee hat nicht nur einmal, der hat mehrmals hier gestanden. Und das kann man hier sehr schön sehen. Und das macht eben diese Hafenentdeckung und diese Anlegestellen so plausibel, dass die dort eben Wasser ist das perfekte Transportmedium, nicht nur auf den Ozean, sondern auch auf den Binnengewässern. Und das können wir hier forensisch, geologisch wundervoll detektieren. Wirklich über viele Sternblöcke hinweg Wasserstandslinien, die natürlich stark erodiert sind. Ramon, du hast es gesehen, lüge ich oder nicht, das ist auch ein Blinder kann das fühlen, über mehrere Man Steinblöcke. vergleiche schon nur mal die unterste Stufe mit der oberen, oder? Eben. Da Ja, kannst du das es ist ganz es. genau. Ist offensichtlich für jeden, oder? Das muss Und also unten älter sein und hat im Unterschied zur zweiten, dritten Terrasse nicht im Wasser gestanden. Unten, das hat im Wasser gestanden. Das ist evident. es kann auch nicht sein, dass die untere Stufe erst seit der Ausgrabung erodiert ist, weil das war ja erst knapp vor 120 Jahren. Das lag Jahrhunderte, Jahrtausende unter dem im Erdreich drin und somit müssen die Spuren auch von ganz früher sein. Und was eben auffällt, wie hier sehen wir den Tiwanaku-Stein, das ist ein Sandquarzgestein. Wir wissen auch, wo der Steinbruch von Tiwanaku liegt, weiter hinten im Tal.
rund 10 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber da sollen sie eben die Steine, diesen Sandstein abgebaut haben. Wobei eben die Steine von Pumapunku und die vereinzelt wir nur finden in Tiwanaku, die rühren wiederum von einem Vulkan in Peru. Und das ist Andesitgestein. Das hat eine Härte von 7,5 auf der Mohs-Skala, rund 7,5, also ähnlich hart wie Granit. Und da lässt sich einfach ganz klar auch unterscheiden, der Unterschied zwischen der Puma-Punku-Konstruktionsart oder Technologie in diesem harten Gestein gegenüber dem, was man in Tiwanaku findet, was mit, sage ich jetzt mal, herkömmlichen Techniken möglich wäre. Und unsere, sage ich mal, Theorie ist halt so, dass weil man diese Puma-Punku-typischen Steine in Tiwanaku nur vereinzelt findet, ist, dass eben diese Hafenanlage von Pumapunku in einem Katastrophe, weiß ich, ein Tsunami oder irgendwas zerstört wurde, die Steine verteilt wurden und später kam dann die Tiwanaku-Kultur, hat hier wieder, sind ja immer die heiligen Punkte, die immer wieder besiedelt werden und obendrauf gebaut, dass eben dann die Tiwanaku-Kultur solche Strukturen vom früheren älteren Pumapunku gefunden hat und diese dann teilweise in ihre eigenen Bauten mit eingebaut haben. Das ist so die eine schlüssige Theorie, warum dass es die Sachen dort nur vereinzelt gibt. Genau. Ja, und das widerlegt eben die offizielle Datierung, wonach dort Pumapunku angeblich der jüngere archäologische Ort sei. Macht aber mit den beobachtbaren Evidenzen eigentlich keinen Sinn. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Pumapunku wurde als Baustofflager benutzt. Man hat also auch das Sonnentor, das Mondtor, die berühmten Stelen dort weggeholt und hat sie dann sekundär in der Tiwanaku-Kultur, die so ab 1500 vor Christus beginnt, natürlich auch mit Vorstufen. Das ist nicht 1500 vor Christus, aber da beginnt die Tiwanaku-Kultur. Dann hat man es von Pumapunku weggeholt. Das muss Und also vorher bestanden. wiederverwendet in dem Sinne. Also, ja. Ja, und eben, wir hatten dort auch wieder Spezialbewilligungen, dass wir mit der Drohne fliegen durften. Und eben, da gibt es Blöcke, die waren auch mal zusammenhängend. Auch wieder durch Erich sein Archiv können wir beweisen, was hier alles verschoben und nicht mehr an dem Platz steht, wo es eigentlich ursprünglich mal gefunden wurde. Und hier gibt es einfach riesige Tonnagen, also einige Zahlen sagen Blöcke bis zu 800 Tonnen Gewicht. Und da erinnere ich halt immer wieder an Erich, was er dazu sagt, als die Spanier hier waren mit den Einheimischen, den damaligen Inka und Übersetzern, da sagen die, fragen die Spanier, wie habt ihr das gemacht? Wir Spanier wären heute nicht in der Lage, solche Giganten zu bewegen. Und die Einheimischen dort sagen, wir waren das nicht, es waren die Götter in einer einzigen Nacht, die Pumapunku errichtet haben. Und eben, wenn man dort steht, das verschlägt einem wirklich die Sprache, diese Präzision und diese Detailarbeit. Auch eben, Domi und ich haben uns dort schön debattiert, von wegen gepunzt oder gefräst und so. Ja. Was Da soll waren man noch sagen? Es ist andere. eine gigantische Arbeit, die dort geleistet wurde. Ja, man muss sich ja mal vor Augen führen, selbst wenn man es heute mit unseren Werkzeugen macht, ja, das sind ja Härten, wo selbst gehärtetes Eisen an seine Grenzen kommt. Man kriegt sowas heute mit titanverstärkten Köpfen hin oder mit Diamantköpfen. Wir haben Frässpuren gefunden, die also wirklich sehr präzise. Das war eine Technologiekultur. Das war natürlich, ich bin da nicht in der Meinungslage, dass das Außerirdische waren, aber es muss wenigstens eine technologische Kultur gewesen haben sein, die also über gehärtete Metalle verfügt haben muss, sonst wären diese Spuren nicht da. Und Außerirdische oder nicht, das ist gar nicht die Frage. Es ist ja da. Es ist ja, es ruft ja danach, entdecke mich, erforsche mich. Und scheinbar muss man blind sein, diese Spuren nicht so zu sehen, wie wir beide das sehen. Wie wir es am Ende interpretieren, ist eigentlich gar nicht wichtig. Zivilisationstheoretisch stimmt aber hier was nicht, weil hier Strukturen sind, das hätten die mit dem geglaubten Stand vor 1000 Jahren
vor Christus nicht bauen können. Punkt. Eine vergessene Vergangenheit. Also irgendwas stimmt hier nicht mit der offiziellen Lehrmeinung und deshalb ist das natürlich Also wieder ich ein würde es Angriff. so einem Tiahuanaco-Forscher mal einen wirklich sehr guten Meißel geben. Der soll mal das Relief im Sonnentor nachbauen. Das kriegst du nicht hin. Selbst wenn du das Werkzeug hast, also ich habe dir ja Frässpuren gezeigt, also an diesem Ponce-Monolith auf der Kala Sasaya. Das ist in Diorit oder in Andesit Millimeter fein. Wir können es heute fotografieren und ausmessen, Wie aber mit wie dem wollte, Zahnbohrer, ja, als hätten die wirklich einen Zahnbohrer und Zahnfräser gehabt und hätten das hochpräzise, dieses Dekor ausgefräst. Es ist sehr, sehr enigmatisch, muss man so vorsichtig sein. genau, ja, und Vielleicht vorletzter Punkt, Eva. Ja, wir sind schon über eine Stunde. ja. Du warst in Los Angeles. Ich bin mit Conny auf die größte Insel der Karibik gereist, auf den Spuren Humboldts, Heyerdahl zu meiner Botanikprofessorin, die mir schon als Student vor mittlerweile 35 Jahren, ist das schon her, man kann es kaum glauben, gesagt hat: Dominik, wenn du es irgendwann hinkriegst, den Tor Heyerdahl fortzusetzen, musst du nach Kuba. Vor allem im südlichen Kuba, also da, wo Guantanamo ist und dieses Gebiet, dieser Dschungel, da haben damals, ja, noch zu ihrer Zeit in den 80er Jahren, Guanchen-ähnliche Völkerschaften gelebt. Humboldt nennt diese Leute Guanen in Anspielung an die Guanchen. Aber er sagt auch, das sind zwar Guanchen, aber der kulturelle Schwerpunkt dieser Menschen stammt ja nicht von den Kanarischen Inseln, sondern die Leute kommen aus dem östlichen Mittelmeer, warum er sich nicht für das Wort Guanchen entscheidet, sondern die Guanen umtauft. Und ich habe das immer so für, naja, Fairy Tales, Märchengeschichten. Viele haben mir nicht geglaubt und deswegen bin ich endlich selber hingeflogen. Und eine der spektakulärsten Orte habe ich noch nicht gesehen. Damit will ich anfangen. Das ist die Cueva de José María, wo wir wirklich das Altamira der neuen Welt haben. Also das sind Felsbildstationen. Man muss nicht mal schauen, wie groß das ist. Wir schauen hier auf eine Teilwand, die ist über 10 Meter breit. Das geht noch mal in Zweigen drumherum. Ich kenne davon nur diesen kleinen Ausschnitt. Das sind wahrscheinlich mehrere tausend Jahre Felsbilder übereinander gelappt. Wir haben also Schiffsdarstellungen, wir haben Lebensbaumdarstellungen, wie wir sie durchs ganze Mittelmeer hoch nach Skandinavien finden, Sonnendarstellungen, auch im hinteren Teil, wie wir sie von Lanzarote kennen, von La Palma bis hin nach Gafrenis oder auch nach Irland. Das ist ein Fingerabdruck und der ist ja tausende Jahre alt. Und dann haben mich die kubanischen Archäologen in eine Höhle mitgenommen, die heißt Cueva Ambrosia, Ambrosio, wo ich eine Schiffsdarstellung gesehen habe, die könnte eins zu eins als Vorlage für unsere neue Abora dienen, also Abora 5. Wir sehen sogar Seitenschwerter am Bug dargestellt und im Mittelschiff und eine Takelage. Da kennt sich ja auch unser Ramon mittlerweile ein bisschen aus, die einen dreieckigen Segelschnitt hat. Das sind so die Prototypen des modernen Lateinsegels. Das ist aber im Altertum noch als Rahsegel aufgehangen mit einer Spitze nach unten. Ich weiß gar nicht, welche Bilder, doch ich habe sie hier mit einkopiert. Wir kennen solche Bilder schon aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Und durchziehen das gesamte Mittelmeer von Mesopotamien nach Ägypten, von Ägypten nach Spanien. Man sieht das hier auch mit Jahreszahlen von Spanien, also Lara Alta de Formentera, nach Teneriffa. Und dann taucht es in identischer Form auf Kuba auf. Und ich will auf zwei Dinge hinweisen. Einerseits das trapezoide Segel und schaut euch hier die geteilte Heckhütte an. Das ist identisch. Auch dieses dreieckige Takelage. Hier oben hat der Mast an der Spitze, wo die Raa ist, auch so zwei blütenartige Ausstülpungen. Das finden wir identisch auf Teneriffa und auch in Lara Alta de Formentera. Also das sind alles Dinge, die dürfte es gar nicht geben. Sorry. Wie ist das möglich? Das ist spannend. Also wir sind da dabei, wirklich die Büchse der Pandora zu öffnen. Und ich sage ja nochmal, unsere Konferenz dieses Wochenende, ja, wird einen Teilaspekt von den Kanaren zeigen. Unsere astroarchäologischen Arbeiten mit Dr. Michael Rappenglück und Ramon mit seinem Rama-Team pushen unsere Vorstellung über die Zeit vor der Zeit, evaporiert ist. Es wird alles weggesprengt. Wir müssen de facto
neu denken lernen, umdenken lernen. Und das fängt damit an, dass man erstmal die entsprechenden Zahlen, Daten, Fakten zusammenbringt. Und da sind wir gut dabei, Ramon, oder? Ja, ich würde sagen, also wenn ich denke, was wir jetzt in den letzten 2, 3 Jahren da zusammengetragen haben. Und ja, ich bin gespannt auch, wie es weitergeht, ja. Also ich habe schon mal eine Idee. Wir könnten ein Ja. Europa 5 bauen und genau diese Orte mit einer Segelroute miteinander verbinden, um also zu zeigen, dass Kolumbus nicht der Erste, sondern der Letzte war, der die neue Welt nach einer langen Kette von Entdeckern wiederentdeckt hat. Das wäre schon mal ein Riesenpunkt. Und ja, Ramon, du wirst ja sehen, so schlimm ist es da draußen auf dem Ozean nicht. Das wirst du überleben. Ich glaube schon, ja. Nein, Autofahren in voran greift Deutschland ja ist. dort auch dann wieder die mein Steckenpferd mit der Unterwasserarchäologie greift ja dort auch wieder ins Projekt rein, weil wir in Marokko und an verschiedensten Orten wissen, dass wir riesige Orte, megalithische Anlagen haben. Erich hat es ja in seinen Büchern auch schon erwähnt, in Lixos in Marokko. Und dem Thema müssen wir natürlich auch nachgehen, weil das auch wieder mit Datierung zu tun hat. Baut ja niemand unter Wasser. Das können wir ja vielleicht beim nächsten Mal zeigen, weil wir da schon einiges zum Vorweisen haben. Insofern, ja, vielen Dank auch heute hier nochmal für unsere Konferenz, die also am 15. und 16. stattfindet, Werbung machen zu dürfen. Sehr gerne, Leute. Ja. Ehrensache. Es ist wirklich mega spannend, eure Forschung da. Ich bin wahnsinnig gespannt, was noch kommen wird. Sehr gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall euch, dass ihr das hier präsentiert habt. Ich bin baff. Jetzt haben wir natürlich völlig vergessen, unsere beiden Webseiten einzublenden, zu blenden, ne? Wo Die wollte man. ich jetzt sowieso gleich nochmal zeigen im Anschluss. Wenn Ja. ihr es nicht eilig habt, dann können wir das Bildschirm teilen jetzt beenden eigentlich? Ja, können wir machen. Okay, Ne? dann genau. Okay, dann sieht man uns jetzt auch mal ein bisschen. Und ich werde dann hier nochmal unsere bzw. eure Seiten einblenden. Werde ich auch mal meinen Bildschirm teilen. Moment, sind wir hier zu Hause? Denn bei Dominik gibt es ja auf der Seite, kann man sehen, bei aktuellen Projekten, dass bald ein bisschen was ansteht. Experimentelles Segeln steht hier auf der Talsperre Krebsstein vom 8.5. bis zum 10.5. Ach nee, das ist Ja, was das ist anderes. schon ein Ist ja bisschen jetzt länger kein her. Bildschirm von dir, gell? Das ist was Älteres, das habe ich gerade nicht aktualisiert. Moment. Ach ja, wir sehen den Bildschirm gar nicht. Moment, dann kannst du uns vielleicht mal da durchführen. Genau, jetzt. Ja, das sind Events, das ist unser alter Kalender. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wir machen das nächste, wäre mal so ein Schiff und uns mit drei Quersegeltakelage live erleben will. Den nächsten aktiven Segel-Event haben wir zu Pfingsten. Also nach Pfingsten werden wir auf dem Geiseltalsee, da wo auch die Konferenz stattfindet, in Brandspetra in Sachsen-Anhalt machen. Mit diesem Schiff, was da zu sehen ist, das wird hier gerade getauft, das ist aber schon 2014. Das Schiff hat nun 10 Jahre hinter sich. Da sieht man, wie wir es gebaut haben. Also experimentelle Archäologie macht manchmal auch kleine Sidesteps, weil wir einfach gesagt haben, wir können nicht jedes Jahr ein neues Schiffboot bauen. Deswegen haben wir das aus modernen Materialien gebaut und imitiert, aber hat alle Segeleigenschaften eines Schiffloses. Und da ist ja auch Ramon schon auch mit Annika fleißig in meine ja spartanische Segelschule gegangen, wo es also wirklich, wie soll ich sagen, ja. Wir sagen immer, wir sind nicht im Bootcamp, wir sind im Bootcamp. Sorry. Ja, aber das wird dann locker Also, in aber der vielleicht zweiten. musst du mal schnell auf abora.eu, das ist eigentlich dort, wo immer alles up to date ist. Ja, Ah, und aktuelle Projekte und das so. ist am aktuellsten, abora.eu. Okay. Geh mal bitte auf Aktuelles, das ist dort irgendwo. Aber du, das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Ich will nur sagen, unter abora.eu, wie es Ramon schon sagte, findet man das auch Filme, Dokumentationen, auch unseren Shop, wo wir auch Bilder und Videos verkaufen, ähnlicher wie die AAS und wo wir eben auch dabei sind, wo wir dabei sind, uns zu verschränken, um uns also kooperativ unter die Arme zu greifen. Das ist ganz wichtig. Kooperieren ist immer besser als konkurrieren. Wir können gemeinsam eben viel, viel mehr leisten, als ob jeder für sich alleine durch die Welt strauchelt. Hier sind wir jetzt abora.eu. Ich würde auch gerne mal teilnehmen an so einer Aktion. Das würde mir Spaß machen. Jetzt hast du das, sind nicht die aktuellen Daten auf deiner anderen Seite gewesen. Also zum Glück war ich jetzt, bin ich da nicht zur Krebstalsperre gepilgert, ne?
Sonst wäre ich da hingegangen. Naja, das ist nicht so weit weg. Das liegt in Mitteldeutschland alles beisammen. Da Das hättest du wäre noch 100 Kilometer weiterfahren müssen. Aber du, ich sag mal, wir können das ja hier vertiefen. Und eben auf unseren Webseiten, auf Facebook ist ein ganz wichtiges Portal für uns, wo wir also unter Mission Abora kann man immer alles sehen. Hier steht es ja auch schon vorgeschrieben. Da ist vieles aktueller als hier auf der Webseite, die immer so ein bisschen hinterherhängt noch. Und ich muss jetzt einfach sagen, wir sind da noch nicht in der besten Phase, weil wir einfach auch viel auf der Suche nach Geldmitteln sind, wo alles volontär stattfindet. Also alle, die da mitmachen, von Ramon, Annika, meine Lebensgefährtin, Heike Vogel und wie sie alle die Fahne hochhalten, das sind alles keine Söldner, sondern Freiwillige, die dort auf eigene Kosten hinreisen, auf eigene Kosten buchen und so. Insofern brauchen wir eben wirklich auch aktive Unterstützung, gerade auch bei Nuviso TV unter dem Label Abora TV, wo unsere Filme auch laufen von Ramon und mir. Dann Abo abschließen kostet unglaubliche 6 Euro im Monat, unbezahlbar. Billiger als eine Schachtel Marlboro. Sterben muss ich sowieso, schneller geht es mit Marlboro. Also lieber das Geld in unsere Forschung investiert oder man kann spenden. 10 Euro, damit können wir schon was anfangen. Wenn 100 Leute 10 Euro spenden, haben wir für Ramon schon das Flugticket finanziert. Wir müssen dringend nach Marokko fliegen. Absolut wichtig. Ich bin 2 Jahre zu spät im Zeitplan, weil all das, was wir auf Kuba und den Kanaren und auf den Azoren haben, haben wir identisch in Marokko. Und Marokko schreit danach, dass wir zweiter hinfliegen. Ja, Ramon will, glaube ich, erster Klasse fliegen immer, oder? Ja, das muss ich ihm verehre ich wieder zurück. Deswegen ist er ja in meiner spartanischen Schön Ausbildung wär's. mit Abora. Wir fliegen immer auf Weltklasse, das wird sich ja nicht ändern. Ja. Nein, das Geld investieren wir lieber in die Forschung als in Ja. die Ich weiß nicht, was so Fliege. ein Ticket kostet. Erste Klasse mit Lufthansa nach Rabatt, keine Ahnung. 3.000, 4.000 Euro. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich will Ramons Seite hier natürlich auch nochmal. Ja, das ist unsere Ramar.space-Seite. Meine beiden fleißigen Freunde haben jetzt hier extrem gearbeitet, noch in den letzten Monaten. Es ist für mich, ich finde es viel einfacher geworden, viel angenehmer. Hier habt ihr alles Mögliche eben an Poise, an Rätsel von dieser Welt. Und so kannst Poise, Point of Interest. Einfach, wo man weltweit über diese Rätsel und Mysterien informiert wird. Und selbstverständlich könnt ihr eben auch selber Poise erfassen oder wenn ihr was Spannendes habt. Aber wir haben uns eben auch auf die Fahne geschrieben: Facts, Facts, Facts. Also, wir brauchen wirklich saubere Quellen und gute Recherche dazu, dass wir überhaupt die Fakten zu den Mysterien präsentieren können. Und über Edutainment, das macht ziemlich viel Spaß. Da haben wir jetzt unsere ganzen 3D-Modelle reingehauen und es gibt auch noch viele weitere. Musst du da oben auf Edutainment mal im Kopfbanner. Da gibt es eben das Mystery Map, wo ihr auf der Karte all diese Mysterien weltweit sehen könnt. Dann haben wir einen Mystery Globe, der dann wirklich dreidimensional animiert ist, weil also die normale Mystery Map ist einfach auf Google Maps. Das ist halt sozusagen zweidimensional, aber da gibt es jetzt eben auch als dreidimensionalen Globus. Oder eben dann 360-Grad-Videos, die ich rund um die Welt mache. Oder eben die 3D-Modelle von Guimard, das könnt ihr euch da anschauen. Und noch ganz vielen anderen Orten, wo wir auf der Welt unterwegs sind, um diese Sachen einfach der Menschheit, den interessierten Menschen ein bisschen näher zu bringen. Genau, das ist die Arbeit von Ramar. Das ist spitze. Ich werde die Seiten natürlich auch nochmal hier alle verlinken. Das ist Cool. verständlich. Spannend. Kann man auf jeden Fall, also auf Ramar kann man auf jeden Fall sehr viel Zeit verbringen. Ja, das ist ja der Sinn davon. Ja, kann man viel, viel rumspielen und rumbasteln. Und ja, wie gesagt, ist mit der Unterstützung für Dominiks Projekte. Auf deiner Seite hast du einen Spenden-Button, habe ich gesehen. Oder ist das ein Spenden-Button? Nee, das ist Ja, nur das ist, da kann Zeigtasten. man auch wirklich mit, wie heißt das, mit diesem digitalen Zeugs da in PayPal oder so. PayPal und so hantieren. Das ist, wie soll ich sagen, es ist eben wichtig, außerhalb eben der Universitäten, wo wir außerhalb staatlicher Fördermittel zumindest im Moment noch sind, ganz schwierig,
weil solche Reisen kosten Geld, solche Experimente kosten Geld. Die Technik muss gepflegt, angeschafft werden, sowohl bei Rama als auch bei Abora. Ja, also auch das. Und insofern, ja, wir haben zwar viele Millionen Euro für unsere ausländischen Mitbürger übrig, aber für uns selber bleibt nicht so viel übrig. Und deswegen muss ich einfach hier ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, weil wir können das auf Dauer ohne Hilfe nicht durchstehen, weil dafür ist es zu aufwendig. Die Projekte kosten Geld, ja, das ist so, alles kostet Geld, sogar so ein relativ kleines Projekt wie unseres hier kostet ja auch schon einige Euros jeden Monat und das ist auch ein bisschen schwierig immer. Aber ja, Leute, wenn ihr ein paar Groschen übrig habt, unterstützt natürlich Dominik und Ramon sehr gerne, denn da wird noch Spannendes kommen, da bin ich mir ganz sicher. Absolut. Mir geht was nicht aus dem Kopf von vorhin, als du angefangen hast, ihr angefangen habt mit eurem Vortrag. Dieser Zahn, den ihr gezeigt habt, und da kamen noch einige Fragen im Live-Chat zu diesem Zahn. Also steckte dieser Zahn jetzt tatsächlich in einem Stück Unterkiefer noch, ja? Ja, und wichtig ist, dass wir den Zahn gut geborgen haben. Und unser Geheimkontakt, den ich jetzt nicht preisgebe, hat ihn so aufbewahrt, dass wir auch in 2 und 3 Jahren noch diese molekularbiologischen Analysen machen, wogegen sich die kanarischen Gelehrten leider. Ich kann gar nicht diesen Unmut verstehen. Selbst wenn da keine Daten rauskommen, müsste man doch neugierig sein. Wir Aber zu wollten es ja sagen, übergeben. Wir eben. wollten es an die Archäologie übergeben. Die haben sich geweigert. Und Ramon wurde ja dann kritisiert, ja, Ramon hätte den Zahn gesäubert und deswegen ist der Kontext komplett zerstört. Das ist völlig unwissenschaftlich, weil die Information steckt doch nicht im Sand am Zahn, sondern im Zahnbein. Wir könnten heute mit den forensischen Dingen, die wir einfach heute 20 Jahre nach dem Ende, ja, des 20. Jahrhunderts haben, die Molekularbiologie, in der ich mich wirklich sehr gut auskenne, die ist explosionsartig. Früher hat man 10 Jahre gebraucht und mehr als 1 Million Dollar, um das Genom von einem Menschen zu sequenzieren. Das macht ein Sequenzierungscomputer heute mit 300 DNA-Proben in 2 Stunden. Aber da werden die gesamten die Gensequenzen aufgeführt, die Haplotypen. Wir könnten mit so einer Analyse innerhalb von einer Nacht sagen, was das für ein Haplotyp ist. Wir könnten mit Strontium-Analysen seine lokale Herkunft herausfinden. Und natürlich das Wichtigste, wir könnten die Zöllerschen Funde, wo man das schon an Ziegenknochen gemacht hatte, verifizieren, dass dieser Fund eneolithisch, also Endsteinzeit ist. Und damit ist aus die Maus, quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Aber man will das nicht und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Wie hat Otto von Habsburg gesagt, Vergangenheit bewerten, Gegenwart gestalten und mit diesem Wissen in die Zukunft führen. Wenn wir unsere Vergangenheit nicht erkennen, dann wird es nicht so gut mit unserer Zivilisation. Nochmal für mich, wo genau liegt jetzt dieser Zahn? Wer? Na, der liegt gut gesichert in Teneriffa, mehr möchte ich dazu Teneriffa, der Zahn. Und gefunden hatten Ramon mit unserer Suche mit Zöller in der Kiesgrube in Guitisa. Man hatte uns am Anfang versprochen, ja, wir werden euren Zahn nicht untersuchen, weil ihr habt den aus dem Kontext gerissen. So ist ein kindisches Argument. Aber wir haben ja gesagt, okay, wenn ihr das nicht wollt. Aber die haben uns angeboten, ja, wir machen aber nächstes Jahr, also 2022, in 23 ein Probegraben und suchen nach weiteren 10. Da sagte ich, ja, nicht schlecht. Wo ein Zahn ist, müsst ihr noch 32 andere sein. Aber wieso versteht man nicht, wie wichtig dieser Fund ist? Daniel, Es was soll man das würde sagen? Das völlig ist die. gegen die Geschichte, es würde gegen die offizielle Lehrmeinung sprechen. Man sagt immer so schön, es ist die Arroganz des gesicherten Wissens. Es darf nicht sein, was nicht sein kann. Aber wir werden das ändern. Man kann uns nicht stoppen. So ist es nicht. Weil wir haben zwei Dinge. Wir haben das technische Instrumentarium und wir haben die Kontakte. Also ihr seid Ja. zuversichtlich, dass ihr diesen Zahn in die Finger bekommt und Ich könnte ihn sofort nach Deutschland holen, aber ich habe schon die Kofu-Affäre kaum überlebt, wo wir trotz Genehmigung, trotz Absprache mit den lokalen Archäologen diese 3 Krümel Eisenoxid mit nach Deutschland geholt haben. Das hat mir mal 80.000 Euro Gerichtskosten gekostet. Und ich noch so eine Affäre, nein, danke.
Das heißt, selbst wenn dieser Zahn nun eben bei einer Privatperson liegt, der euch diesen Zahn zukommen lassen könnte, und das wäre natürlich relativ einfach, nehme ich an, ihr würdet den untersuchen Könnten lassen. wir es nicht verwenden, weil wir dürfen es nicht veröffentlichen. Genau, diese Dann Ergebnisse, wenn ist ihr dann veröffentlicht, dann würden die ja wissen, dass der Zahn eben das Land genau, und verlassen. dann würde es keine 3 Tage dauern, dann wäre die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Ich hab's persönlich schon erlebt. Professor Zöller hat es erlebt. Genau das Gleiche. Okay. Da hat er auch vor Gericht dann sich frei boostern müssen. Und das ist Wissenschaft im Mittelalter. Entschuldigung, ich darf das sagen, ich habe einen Doktortitel, ich habe alle akademischen Weine. Okay, Jungs. Ja, wir bleibt spannend und wir halten euch sicher auf dem Laufenden. Und eben nochmals vielen Dank an dich und die Community, dass ihr uns hier nochmal die Möglichkeit gegeben habt, noch auszureden. Und ja, doch, ich würde sagen, eben, es gibt noch so viel Spannendes. Das gibt noch Material für ein paar weitere Folgen. Sollte ja auch nur erstmal so ein Teaser sein, dass wir hätten das natürlich vor 2 oder 1 Woche nicht so lang gemacht, aber auch um eurer Community zu zeigen, was wir zwei eigentlich vorhaben, weil wir sind hier nicht am Ende, sondern wir sind dabei, uns zu verschränken, zu fusionieren, um uns also da eben partnerschaftlich an die Hand zu nehmen und auf zu neuen Horizonten. Und es geht ja auch um kommendes Wochenende. Sagt uns doch noch mal, wo genau was am Wochenende stattfindet. Also, der Ort heißt Braunsbetra 06246, nochmal 04242 Braunsbetra in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Halle-Merseburg. Dort ist die Fennerhall, so heißt dieses Kongress- und Abora Science Center, wo ich selber 4 Ausstellungen präsentiere. Und da gibt es auch ein Kongresszentrum in dieser ehemaligen, ja, Braunkohle-Reparaturhalle für diese riesigen Bagger, die vor 40 Jahren dort die Braunkohle abgeschafft haben. Und dort findet der 11. Abora Noviso Kongress statt, wo wir eben Forscher aus aller Richtung einladen. Und ich versuche immer so eine Synthese aus Bürger- und Berufsforschung. Wir haben also immer universitäre Gelehrte, in dem Fall Dr. Rappenglück. Und nun kommt vom Rama-Team Ramon und ja auch vom AAS Lars Fischinger, der meinen erkrankten Astroarchäologen Dr. Kai Helge wird, aber mit dem super Vortrag ersetzen wird. Und dort werden wir vom Freitag diese Woche bis Samstag diese Woche 2 Tage lang unsere Filme zeigen, unsere wissenschaftlichen Studien präsentieren, auch was Ramon an den Stufenpyramiden von Güima, wie er das gescannt hat, wie das Rama-Team evaluiert hat. Und Dr. Rappenglück wird eben die astroarchäologischen Implikationen zeigen. Und Lars Fischinger wird dort neben meinen Präsentationen, wo ich schon in die Brücke baue von dem Orient über die Kanaren in die Amerikas, wird der Lars über schon mal Chalco reden und anderen an die, also mesoamerikanischen Kulturen, die in besonderen Evidenz auf frühgeschichtliche Kontakte mit dem Mittelmeer hinweisen. Und das sind Bilder, ich habe es gesehen schon, ich kann nur sagen, das hat die Welt so noch nicht gesehen. Natürlich wird das Nuviso, Nuflix auch filmen und ins Online setzen. Aber hier haben wir eben die Möglichkeit, 2 Tage mit den Referenten auf Tuchfühlung zu gehen. 2 Tage lang eben auch im Live. Das ist was anderes, als aus der Konserve zu bekommen, als im Internet sich reinzuziehen. Und ja, wir haben mittlerweile 180 Karten verkauft. 250 Plätze haben wir. Bis 280 können wir aufrüsten. Also wenn das nochmal 20, 30 Leute zieht, wäre ich sehr glücklich. Ramon weiß das, weil uns hilft das natürlich mit den Einnahmen. Da bauen wir uns keine Finca in Teneriffa, sondern wir nutzen das Geld und schmeißen es eben in weitere Forschungsreisen. Und das ist halt wichtig, dass wir da ein Stückchen geboostert werden. Und nicht mit Vakzinen, sondern, naja, wie ich schon sagte, wird das auch nicht so oft angehen. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Erscheint reichlich. Teilt auch nochmal diesen Stream hier. Es wird auch im Nachhinein nochmal ein Video geben, Leute. Nicht wundern, falls dasselbe hier nochmal auf dem Kanal erscheint. Ich werde davon ein Video davon nochmal hochladen. Teilt das gerne, teilt diesen Stream. Macht noch ein bisschen Werbung, wo ihr könnt. WhatsApp, Telegram, Facebook, wo auch immer, auf euren YouTube-Kanälen, im Community-Bereich. Und ja, gibt's sonst sowas? Ramon, Dominik, ansonsten. Okay. Nein, alles Wunderbar. wunderbar. Ich freue mich auf ganz viele von euch an diesem Kongress und ja, stay tuned. Es geht immer weiter. Immer weiter. Gut, bleibt ihr beide bitte noch 2 Minuten bei mir. Alles klar. Und Und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit von euch.
Und danke an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Wie Und viel wir sind sehen es denn? Siehst du das? uns. Das weiß ich jetzt gar nicht. Im Live waren es um die 84, 90 Leute, sowas im knapp waren es. Das. Ja.